Sehr gut. So, das letzte Lied, ja. Also normalerweise, wenn man Betrug begangen hat, soll man ja zu Kreuze kriechen. Das ist mal der Vorschlag eines alternativen Lösungsweges. Ja gut, ich gebe zu, die Sache selbst war schon daneben. Aber wird sowas nicht geben? Ach, wie fad wär unser Leben, dass ich fremdgegangen bin. Solltest du nicht überschätzen, meine Intention dabei war ja nicht, dich zu verletzen, sicherlich nicht. Das einmal gesagt, an dich habe ich dabei bestimmt nicht gedacht. Dass du jetzt hier so eine Szene machst, das finde ich übertrieben. Immerhin bin ich ja hier und bin nicht bei ihr geblieben. Aus Gewohnheit und aus Faulheit mag schon sein, aber dafür bist du jetzt auch nicht allein. Und nur wegen den Details jetzt rumzumotzen, finde ich ehrlich gesagt von dir zum Kotzen. Mann, schon wieder so ein Ärger, war ja klar. Und alles nur, weil es mit deiner Schwester war. Ihre Beine sind viel schlanker und dir lächeln ihr Gesicht. Diese wunderschönen Schenkel, also du hast die halt nicht. Mit ihr kann man besser feiern und sie hat auch mehr Humor. Ach mein Gott, wir wissen beide, sowas kommt halt eben vor. Ja, du glotzt doch nicht so blöde wie ein Pferd. Mensch, so läuft es halt im freien Wettbewerb. Und Männer sind doch nicht geschaffen für ein monogames Leben. Eher doch wohl irgendwie dazu, nach Pobacken zu streben. Mensch, wir zwei sind doch modern. Ach, wir sind doch nicht von gestern. Außerdem sagt deine Mutter, ich pass mehr zu deiner Schwester. Hey, ich raffe nicht, dass du das nicht kapierst. Und wegen so einer Kleinigkeit gleich randalierst. Ich finde echt, das sollte nicht zwischen uns stehen. Und der Schmerz, der wird auch mit der Zeit vergehen. Dankeschön, viel Spaß noch!